Männer protzen mit Geld, Frauen mit dem Körper. Die Rollen zwischen Mann und Frau sind klar verteilt in den Bukarester Clubs. Hier sind 50-, 60-Jährige, die mit ganz jungen Mädchen rummachen. Das ist doch nicht normal. In ihrem Alter sollten die zu Hause sitzen und mit ihren Enkeln spielen. Liuba Radion hat genug von der Macho-Kultur in ihrer Heimat. Wie viele andere Rumäninnen sucht sie ihr Liebesglück im Westen. Ihre Hoffnung? Eine gleichberechtigte Beziehung. Wir sind starke, gebildete Karrierefrauen, unabhängige Frauen und keine Landeier, die Haushälterinnen in Deutschland werden wollen. In ihrer Bukarester Praxis bereitet die Heilpraktikerin Liuba Radion eine Therapiesitzung vor. Die Praxis hat sich die 42-Jährige selbst aufgebaut. Vor 12 Jahren hat Liuba dafür eine längere Ausbildung gemacht. Beruflich noch mal ganz von vorne angefangen. Es läuft gut. Ich habe hier sehr viel reingesteckt. Arbeit, Seele und auch Geld. Am Anfang war es schwer, aber dann kamen sehr viele Patienten. Aus Bukarest und der Provinz, aber auch aus Deutschland, Litauen, Spanien, Italien, sogar aus den USA. Sobald sie ihr inneres Gleichgewicht finden, werden sie sich nicht mehr so allein fühlen. Die Krebspatientin kommt zweimal pro Woche. Ein Leben ohne Liuba will sie sich gar nicht vorstellen. Alles Liebe. Liuba ist bereit, das alles aufzugeben und auszuwandern. Sie träumt von einer respektvollen Partnerschaft und sucht einen deutschen Mann. In Rumänien wurde sie bisher von den Männern nur enttäuscht. In ihrer Heimat fühlt sie sich schon lange nicht mehr zu Hause. Ich denke eher an einen Neuanfang als an das, was ich zurücklasse. Ich freue mich darauf, ein neues Leben zu beginnen. In einem neuen Land mit einer anderen Mentalität. Ein ganz normaler Abend in der Bukarester Fußgängerzone. Bezahlte Go-Go-Girls tanzen in den Fenstern. Und das hier sind nicht etwa Bordelle, sondern ganz normale Bars. Sie lassen ahnen, wie das rumänische Frauenbild aussieht. Über ihren Entschluss, für einen neuen Mann Rumänien zu verlassen, hat Liuba bisher noch nicht viel geredet. Heute erzählt sie ihren Freundinnen davon. Ich habe mich auf der Website einer gewissen Frau Antoinette angemeldet. Die holt deutsche Männer nach Rumänien, die rumänische Frauen heiraten wollen. Liubas Freundinnen verstehen ihre Entscheidung, finden sie aber radikal. Doch sie wissen auch, dass Liuba mit den rumänischen Männern komplett abgeschlossen hat. Die einen suchen eine Haushälterin, eine Dienstmagd, die für absolut alles zu ihrer Verfügung stehen soll. Und die andere Kategorie Mann hat sehr viel Geld und hält sich häufig wechselnde, extrem junge Frauen, die nicht allzu viel im Kopf haben sollen. Genau solche Männer feiern in dem Club, in den Liuba ihre Freundinnen begleitet. Oft ist sie nicht hier. Die Bonzen zeigen, was sie sich leisten können. Bis zu 1.000 Euro kostet die Magnumflasche mit Wodka. Liuba sieht vor allem Männer, die von Frauen angehimmelt werden wollen. Darauf hat sie keine Lust.
Hier einen Partner für eine ernsthafte Beziehung zu suchen, ist keine gute Idee. Sie findet hier einfach nicht ihren Platz. Wer als Frau in Rumänien Anerkennung will, muss schön aussehen und sexy sein. Als selbstbewusste Karrierefrau ist Ljuba dieser Fleischmarkt zuwider. Und sie ist jetzt Ljubas Hoffnung auf einen Neuanfang im Westen. Antoinette Hambitzer, in Rumänien geboren, in den 80er Jahren nach Deutschland ausgewandert. Seit den 90er Jahren vermittelt sie heiratswillige Rumäninnen an deutsche Männer. Für mich dieses persönliche Kennenlernen ist sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel habe ich jetzt eine Dame, die heißt Cornelia, die ich besuchen möchte, weil sie scheint sehr interessiert, sehr aktiv zu sein. Ich möchte mal wissen, was hinter dieser starken Motivation steht. Die neue Kundin wohnt in der tiefsten Provinz. Antoinette ist hier sonst nie unterwegs. Geht's da lang nach Suhaya? Suhaya. Deutsche Männer, sagt Antoinette, stehen auf Osteuropäerinnen. Und die Rumäninnen wollen hier raus. Die Rolle der Frau in der rumänischen Gesellschaft ist, dass sie schön ist, treu ist, arbeitet, Haushalt schmeißt, Kinder macht, auch Geld verdient. Und manche, wenn die Schnauze voll haben, dann sind die bereit, das Land, das Heim zu verlassen und halt einen deutschen Mann zu suchen und ein neues Leben anzufangen. Hallo. Guten Tag, Frau Antoinette. Ich rufe Sie aus Bukarest an. Haben Sie kurz Zeit? Bitte schön. Ich habe ein paar Jahre in Freiburg gelebt und würde gerne wieder dorthin. Wäre es möglich, dass Sie mir jemanden vermitteln? Wie groß sind Sie und wie viele Kilo? 1,65 Meter und so 70 Kilogramm. Und wie alt sind Sie? 60. Okay, schicken Sie mir trotzdem bitte ein paar Ganzkörperfotos. Doch jede Frau hat ihren Marktwert. Das ist genau das, was ich sagte. Wo sie 30 war, hat sie viele Chancen garantiert ignoriert und jetzt kommen sie mit 60. Das kann sie vergessen. Ein Mann um die 60 sucht Frau mit 40 und schlank. Kurz vor der bulgarischen Grenze ist Antoinette am Ziel. Hallo Cornelia. Da? Toll siehst du aus. Cornelia Münch war schon mal mit einem Deutschen verheiratet. Die Ehe ist gescheitert. Nun will die 50-Jährige so schnell wie möglich zurück nach Deutschland. Ich möchte unbedingt einen Deutschen kennenlernen, um ihn zu heiraten. Die sind fleißig, respektvoll, Familienmenschen. Nett sind die Rumänen zwar auch, aber die haben eine Ehefrau zu Hause und noch zwei, drei Geliebte in der Stadt. Komm, ich mache ein paar Fotos von dir mit den Pferden. Man soll sehen, dass du ein Mädchen vom Lande bist. Cornelia arbeitet als Immobilienmaklerin. Ihre Firma möchte sie aus Deutschland weiter betreiben. Okay. Ihr Traummann soll auch finanziell unabhängig und gebildet sein. Super. Forte bene.
Je weniger Ansprüche du stellst, desto besser. Glaub nicht, dass die Männer da drüben ihr Leben lang nur auf dich gewartet haben oder dass die Würste dort gebraten am Zaun hängen. Das glauben die Rumänen. Ich mag Deutschland als Land. Da möchte ich leben. Dort werden die Gesetze eingehalten. Ich mag einfach kein anderes Land. In Deutschland ist alles korrekt. Fair Play. Es gibt da nicht die Korruption wie hier in Rumänien. In Rumänien, zum Beispiel. Antoinette hat für Cornelia schon einen deutschen Partner im Sinn. Auch er wohnt auf dem Land. Die beiden sollen sich zu einem Treffen verabreden. Hallo Harald, Antoinette. Ich bin hier bei ihr. Ich habe ihr diese Fotos jetzt gerade gemacht. Sie ist bereit, schon am Wochenende zu dir zu fliegen. Da sind so einige Kosten mit ihrem Flug. Ich schicke dir dann die Daten, die Flugdaten, von wo, wie, was, was kostet und dann kaufst du ihr den Flug. Erstmal nur hin und dann abhängig mit, wie euch versteht, ob sie jetzt... Hast du Zeit zu bleiben? Ja. Ja, guck mal, ich gebe dir das Telefon und dann kannst du mit ihr reden ein bisschen. Ne? Sie spricht Deutsch, ne? Die Cornelia, ja? Gib dir. Ja, hallo, ich bin Cornelia. Ja, ich möchte kommen zu dir in Deutschland. Ich möchte kennenzulernen und Antoinette sprechen mit mir und ich freue. Ich bin froh. Ich bin froh. Ja. Ja. Eu plec acum și. Diva, komm Mäuschen. Cornelias Date am kommenden Wochenende steht. Mein Eindruck über Cornelia ist viel besser, als ich dachte. Sie ist vernünftig und entschlossen und motiviert. Ne? Sie ist nicht dick, sie spricht Deutsch, sie ist sehr spontan, sie ist entschlossen und sie hat gute Absichten. Also mir macht sie einen wirklich sehr guten Eindruck, definitiv. Antoinette muss zurück nach Bukarest. Dieses Wochenende erwartet sie drei Kunden aus Deutschland und der Schweiz, die sich für rumänische Frauen interessieren. Okay. Auch sie will raus, aber mit einem ganz anderen Plan. Mihaela Gheorghiu ist 18 Jahre alt. Heute hat sie ihre erste Stunde an einer Modelschule in Bukarest. Da drüben. Mihaela ist aufgeregt. Seit sie sich erinnern kann, will sie Model werden. Ich will mich von meiner besten Seite zeigen. Ich will besser sein als die anderen. The best. Ihr Traum ist es, im Rampenlicht zu stehen und für ihre Schönheit gefeiert zu werden. Mihaela ist überzeugt, dass sie daraus eine professionelle Karriere machen kann. Christina Pretorian ist die Leiterin der Modelschule. Sie beobachtet, dass viele junge Rumäninnen glauben, vor allem mit ihrem Körper Anerkennung zu bekommen. Ich will was Besonderes machen, weiß nicht. Die meisten müssen lernen zu lächeln. Du musst lernen, nicht zu lächeln. Du wechselst immer noch nicht. Bei jedem Klick eine neue Pose. Entspann dich, atme. Ich habe ja eine Theorie über die Rumäninnen. Alle Mädchen wollen Prinzessinnen werden. Vielleicht kommt in Rumänien das TV-Sternchen dieser Idee der Prinzessin am nächsten. Sie wollen beklatscht werden. Sie wollen im Rampenlicht stehen. Alle sollen sie angucken. Sie könnten auch Ärztinnen oder Anwältinnen werden. Doch diese Mädchen glauben, dass sie eher Erfolg haben, wenn sie auf Äußeres setzen statt auf Leistung. In erster Linie musst du möglichst mysteriös rüberkommen. Das macht uns interessant und so machen es ja auch die Topmodels.
Durch ihre Schönheit zeigen sie ein Mysterium. Ich finde, dein Selbstwertgefühl steigt, wenn dich jemand auf diese Art betrachtet, so wohlwollend. Diesen Fuß nach vorne, der bestimmt, wohin du gehst. Guck mal, ich trete auf und verlagere mein Gewicht. Nicht so schnell. Eine wirkliche Chance auf eine Modelkarriere haben die wenigsten. Für Mihaela würde eine Welt zusammenbrechen, wenn es nicht klappt. Auf dem Catwalk hat sie absolut keine Chance. Vielleicht Fotos oder eigentlich auch keine Fotos. Wenn sie etwas Bewegtes machen könnte, also nicht Schauspiel, vielleicht Werbung? Ich fürchte, sie ist einfach nicht besonders fotogen. Rumänien ist seit 11 Jahren Mitglied der Europäischen Union. Frauen und Männer sind gleichberechtigt, zumindest vor dem Gesetz. Doch in kaum einem EU-Land sind Klischeebilder über Frauen und Männer so tief verwurzelt. Besonders deutlich wird das am Internationalen Frauentag. In Rumänien eine Mischung aus Valentins- und Muttertag. Sie haben genug von dieser Macho-Kultur. Feministinnen treffen sich vor dem Innenministerium, um gegen Gewalt in der Beziehung zu protestieren. Wenn ein weibliches Opfer zur Polizei geht, um häusliche Gewalt zu melden, raten ihr oft die Polizisten selbst davon ab, Anzeige zu erstatten. Wir haben eine sehr hohe Dunkelziffer häuslicher Gewalt, weil die, die uns schützen sollten, das einfach nicht tun. Was hilft mir da ein hübsches Blümchen? Die Feministinnen haben ihre eigenen Blumen mitgebracht. Aus Protest halten sie sie wie eine Pistole an ihre Schläfe. Nach Schätzungen erlebt jede dritte Rumänin irgendwann häusliche Gewalt. Das Thema interessiert die Medien, denn gerade sind innerhalb eines Monats 2 Frauen von ihren Ex-Männern ermordet worden. Beide Männer hatten zwar gerichtliches Kontaktverbot, genützt hat es nichts. Unsere offizielle Demo-Erlaubnis geht genau von 1 bis 10 nach 1, theoretisch. Die Polizei könnte uns unter irgendeinem Vorwand unterbrechen. Ich bin mal gespannt. Auf ihrem Transparent steht, wie viel ertragen wir noch? Wenn du nicht blutest, grün und blau geprügelt bist und ein sichtbares Loch im Kopf hast, nimmt dich die Polizei nicht ernst. Wir fordern elektronische Fußfesseln für angezeigte Männer. Wir fordern gemischte Polizeimannschaften und Anlaufstellen für Frauen, die von der Polizei schlecht behandelt wurden. Wenige Minuten später ist die Polizei da. Wir wissen nichts von einer Demo. Es ist nur ein Protest. Wir werden das leider sanktionieren müssen. Schade. Und das am Frauentag. Doch der Polizist macht heute nur einen Scherz. Schließlich ist ja Weltfrauentag. Die Feministinnen empört das besonders. Auf Blumen können sie verzichten. Wir brauchen ihre netten Gesten nicht. Die staatlichen Institutionen sollen ihren Job machen und uns schützen. In ihrer Wohnung am Stadtrand von Bukarest sitzt Liuba Radion mit ihrer 7-jährigen Tochter Clarissa an den Hausaufgaben. Was ist denn das? Nuss. Eine Nuss. Und womit fängt die an? Mit N. Mit N. Die beiden leben allein. Clarissa kann sich an ihren Vater gar nicht erinnern. Er ist aus ihrem Leben verschwunden, als sie noch ein Baby war. Die erste
Clarissa hat sich zusammen mit mir und ihrem zukünftigen Papa gemalt. Sie hat gesagt, es sei meine Verantwortung, ihr einen zu finden. Ihr biologischer Vater war ja nie für sie da. Sie hat keinen. Anfangs läuft Ljubas Beziehung zu Clarissas Vater gut. Nach 2 Jahren verlobt sich das Paar. Er drängt sie, noch vor der Hochzeit schwanger zu werden. Ljuba hält das für einen besonderen Liebesbeweis und lässt sich drauf ein. Sobald der Arzt meine Schwangerschaft bestätigt hat, war er wie ausgewechselt. Plötzlich wollte er Geld von mir, stellte völlig überzogene Forderungen. Ich sollte ihm zum Beispiel noch vor der Hochzeit die Hälfte meiner Wohnung überschreiben. Als er auch noch verlangt, dass ihm Ljuba ein teures Auto kauft, sagt sie die Hochzeit ab und bekommt das Kind alleine. Er schleppt noch ein paar Einkäufe in ihre Wohnung, dann taucht er ab. In Rumänien gibt es sehr viele Frauen, die verlassen werden, wenn sie schwanger sind oder gerade entbunden haben. Das ist hier nichts Neues. Ich bin nicht allein. Erst 5 Jahre nach der Geburt hat Ljuba angefangen, sich wieder mit Männern zu treffen. Rumänen meidet sie jetzt. Über Antoinettes Partnerschaftsvermittlung will sie einen soliden Deutschen, Österreicher oder Schweizer finden. Guck mal, meine Bekannte hat mir ein Foto von einem netten Mann geschickt, den ich kennenlernen kann. Und wenn der okay ist, könnte er unser Papi werden. Was meinst du? Schön. Ich finde ihn auch schön. Ich habe das Gefühl, das ist ein guter Mann. Ich mag nicht, dass er keine Haare hat. Antoinette Hambitzer wartet auf den Mann, dessen Foto sie Ljuba geschickt hat. In seinem Paketpreis sind mindestens 3 Dates mit rumänischen Frauen inbegriffen. Dieses Wochenende kommen 3 Kunden nach Bukarest. Die werden dann am Flughafen erwartet. Dann begrüße ich die und dann geht es schon direkt los, schon heute Abend für manche von denen. Immer mehr deutsche Männer wollen rumänische Frauen. Doch die suchen nicht mehr nur einen Traumprinzen, sondern auch einen Job im Ausland. 1/3 Rumänen arbeitet im Ausland, von den Arbeitskräften und auch von meinen Frauen. Die sind zerstreut. Und selbstverständlich ist es auch für die Kunden viel schwieriger, durch Europa zu fliegen, um eine Frau zu treffen. Dann kommen die lieber nach Bukarest und hier treffen die auf einmal mehrere. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Vă rog bine! Mi-a părut și mie bine! Da, la revedere! La revedere! La revedere! Ljubas Kandidat Theodor ist gelandet. Hi! Hi, hallo! Hoi! Gut sieht aus. Ach, Schweizer machen wir. Genau, Schweizer, 3 Marküsschen, ja. Doch Theodor soll erst noch eine andere Frau treffen. Antoinette will ihn Ljuba erst am nächsten Tag vorstellen. Die Modelschülerin Mihaela Gheorghiu darf zwar weiter träumen, muss aber auch ihr Abi machen. In der Pause schreibt sie noch schnell die Französisch-Übersetzung im Internet ab. In 2 Monaten sind die Prüfungen. Ihre Noten sind mäßig. Die meisten, die Abi haben, sagen, es war nicht so schwer. Also ich glaube, das wird einfach. Gleich nach dem Abitur will Mihaela aus ihrem Dorf wegziehen. Die Leute sind ihr zu kleingeistig. Hier ist nichts los. Wie sie das Geld für die Miete in Bukarest aufbringen wird, weiß sie noch nicht. Nach der Schule schaut Mihaela im Fernsehen oft die Sendung von Bianca Dragan. Auch sie war mal Model.
Keine Ahnung, ob sie auch eine Modelschule besucht hat. Sie ist zufällig im Fernsehen gelandet. Ein rumänischer Promi-Designer hat sich in sie verliebt. So ist sie berühmt geworden. Mihaela träumt davon, in einen Laden zu gehen und sich alles leisten zu können, was sie haben will. In meine Modelkarriere investiere ich vor allem Zeit. Ich habe ja bald meine Klausuren. Ich lasse das eher schleifen, um das zu erreichen, was ich mir wirklich wünsche. Ich finde, Zeit ist ja wohl das größtmögliche Opfer. Die kommt nicht wieder. Ihre Familie, Vater, Mutter, Tochter und Sohn, lebt von etwa 900 Euro im Monat. Mihaelas Bruder Nico verdient zwar mehr als die Eltern, wohnt aber trotzdem mit 24 noch zu Hause. Der steht morgens um 4 auf und kommt abends erst um 7 heim. Er arbeitet sehr viel. Er verdient zwar auch ganz okay für rumänische Verhältnisse, aber mir wäre das nichts. Zeit ist kostbar. Ist doch nicht gut, sie mit so einem Quatsch zu verlieren. Ihre Familie unterstützt sie bei ihrem Modeltraum. Unter einer Bedingung. Mihaela muss das Abi schaffen. Sie muss bestehen. Unmöglich, dass sie nicht besteht. Sie ist recht gut in der Schule. Ja, sie könnte besser sein. Aber sie muss einfach bestehen. Sie hat es mir versprochen. Guck mal, dein schönes Kind. Weiß ich. Guck mal, wie viele Likes ich habe. 202 Likes. Ich sehe aus wie ein richtiges Model. Vielleicht führst du ja eins. Nicht vielleicht, ganz bestimmt. Liuba Radion macht sich schön für die Verabredung mit Theodor. Sie hat sich schon mehrmals mit Kunden von Antoinette getroffen. Mit einem hat sich sogar eine Long-Distance-Beziehung angebahnt. Bis zu dem einen Nachmittag. Er hat mich angerufen, da war ich gerade mit Clarissa im Auto. Und als er Clarissas Stimme gehört hat, die etwas quengelig war, da war er so genervt, dass er einfach aufgelegt hat. Das war's dann. Nice to meet you. Nice to meet you. Che facci? Bene. Bene, bene. Okay. Okay. Dann gehen wir irgendwo. Go in the old town? Yes, we can go in the old city. In the old city, okay. Genau, da brauche ich nicht mehr viel zu reden, glaube ich. Ne? Okay. Schönen Abend noch. Ja, wir beide noch. Tschüss. Ciao, ciao. Alles passt, bis auf ein Detail. Theodor sucht eine Frau ohne Kind. Ich hatte schon Kunden gehabt, die keine Frau mit Kind wollten und nachher haben sie sich verliebt in eine mit zwei. Ne? Oder unbedingt die solche, die Schwarzhaarige wollten und haben sich eine Blonde genommen. Oder eine, die sehr schlank und dann war die trotzdem 10 Kilo zu viel. Wo die Liebe hinfällt. Wenn das erste Date mehr als 2 Stunden dauert, ist das ein gutes Zeichen. Liuba und Theodor kehren nach 6 Stunden zurück. Ich hoffe, es klappt. Morgen trifft er noch 3 weitere Frauen. Die Termine stehen halt schon. Aber gestern hat er zum Beispiel eine getroffen, die ihm überhaupt nicht gefallen hat. Es liegt einfach in der Luft, dass wir uns gegenseitig mögen. Die besagte Chemie stimmt. Am Ende entscheidet sich Theodor gegen Liuba und für eine Frau ohne Kind.